Berechne die Coulombsche Kraft zwischen zwei Elektronen, die im Vakuum einen Nanometer voneinander entfernt liegen. Zuerst schreiben wir die Angaben auf. Die Ladungen Q1 und Q2 von diesen zwei Elektronen betragen jeweils minus 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Der Abstand klein r zwischen diesen beiden Elektronen beträgt 1 Nanometer, das heißt 10 hoch minus 9 Meter. Wir suchen die Stärke F von diesen zwei Abstoßkräften, Stärke, die wir in Newton ausdrücken werden. Um diese Stärke F herauszufinden, nutzen wir diese Formel von Coulomb, Formel, in der wir K0 ersetzen durch 9 mal 10 hoch 9, die Beträge von Q1 und Q2 jeweils ersetzen durch 1,6 mal 10 hoch minus 19 und den Abstand klein r ersetzen durch 10 hoch minus 9. So finden wir also 9 mal 16 mal 16 mal 10 hoch 9. Da diese zwei Kommas verschwunden sind, müssen wir multiplizieren mit 10 hoch minus 2, dann mal 10 hoch minus 19 mal 10 hoch minus 19. Und im Nenner steht 10 hoch minus 18. Wir setzen diese Potenz in den Zähler. Dort wird sie zu 10 hoch 18. Und somit erhalten wir für F 2304 mal 10 hoch minus 13. In wissenschaftlicher Form geschrieben 2,304 mal 10 hoch minus 10. Die gefragte Kraftstärke beträgt also 2,304 mal 10 hoch minus 10 Newton.